Fußball gilt als die schönste Nebensache der Welt. Damit das so bleibt, thematisiert die Ausstellung Tatort Stadion Diskriminierung am Rande des Spielgeschehens. Man wird sehen, wie Diskriminierung im Stadion stattfindet, wie auch insbesondere Jugendliche gefangen werden von bestimmten rechten Propagandaträgern. Aber man wird auch sehen, wie sich Fans aktiv gegen solche Diskriminierungen aussprechen und aktiv werden können. Das Mainzer Fanprojekt hat die Ausstellung gemeinsam mit dem DGB Rheinhessen-Nahe nach Mainz geholt. Uns geht es eben in erster Linie darum, einfach für die Thematik Diskriminierung im Stadion zu sensibilisieren, dass die Leute einfach oder die Stadionbesucher darauf achten, was passiert um sie herum, was passiert in den Kurven und sich darüber Gedanken machen und letzten Endes auch darauf reagieren, wenn sie etwas mitbekommen. 23 Schautafeln und eine Filmvorführung informieren über Rassismus, Homophobie, Antisemitismus, Sexismus und Aktivitäten von Neonazis in Fußballstadien. Nicht wegsehen, nicht weghören, lautet die Devise. Und wenn einem was auffällt, im Zweifelsfall die Leute ansprechen und wenn man selbst nicht ansprechen möchte, zumindest die Ordner im Stadion beispielsweise darauf aufmerksam machen oder aber bei uns im Fantreff vorbeischauen. Da sitzen sowohl die Supporters als auch das Fanprojekt als auch die Fanbeauftragten von Mainz 05 und wir kümmern uns da auch sehr gerne drum. Mainz ist für seine familiäre Atmosphäre im Stadion bekannt. Ist dieser Eindruck überholt? Gibt es hier Probleme mit Diskriminierung? Im Rahmen der Ausstellung gibt es auch Bildmaterial, was auch in Mainz schon passiert ist, wenn auch im Gästebereich, aber auch das ist ja Thema. Und um auch zu sensibilisieren, vielen Leuten sind manche Dinge gar nicht bewusst, dass es sich dabei um Rassismus handelt beispielsweise. Wenn halt Zahlenkombinationen hochgehalten werden im Stadion oder Klamottenmarken getragen werden, was da eigentlich für Firmen mit welchen Philosophien hinterstecken. Und da versuchen wir halt Aufklärungsarbeit zu leisten. Gemeinsam mit vielen Mainzer Fans, die im Rahmen der Ausstellung sich ja auch mit beteiligen. Vom 10. bis 20. November wird die Ausstellung in der Kurfürst Lounge des Mainzer Bruchwegstadions zu sehen sein. Der Eintritt und auch die Teilnahme am Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Workshops ist kostenfrei. Das Fanprojekt bietet bei Voranmeldung betreute Führungen an.